Ja, hier ist Einstein wieder mal. Der ist aufgestanden von den Toten. Sensation, Sensation wieder. Von den Corona-Toten. Ja, genau. Das da, ja gut. Das lassen wir erstmal Corona. Wichtig ist wieder unser Naturgeschützgebiet, wie wir uns eingesetzt haben erstmal, dass das nichts, keine Häuser gebaut wird. Da bin ich erstmal froh. Aber hier muss wieder mehr die Natur, wie kleine Insekten, Hummeln, das ist wichtig. Die sind ja jetzt weg. Hier, hinten siehst du den Imkerkasten. Ich bin wieder mal durch das ganze gesamte Gartengebiet gegangen und da haben mir verschiedene Sachen nicht gefallen, dass sich mehrere wie so kleine Banden sich eingenistet haben und machen hier alle die kleine Natursache kaputt. Also werden so komplett die kleinen Wesen werden unterdrückt. Und wir leben ja von so Hummeln, wir leben von Bienen, wir leben von Wasser. Ja, aber nicht den Zuchtbienen, weil die haben ja anscheinend meine Hummeln hier komplett verscheucht. Ja, das ist Wildbienen. Und das gefällt mir nicht hier, weil die Leute, gerade hier der Nachbar, er lacht schon wieder, weil der Einstein da ist, alles klar, prima. Und wir wollen das doch hier die Natur behalten. Und nichts, dass da irgendwas groß was anderes da gemacht wird, dass da irgendwie geraucht wird oder große Orgien gefeiert. Das ist ja der Schlimme heutzutage. Da muss man mal so schwer Acht geben. Und ich hoffe, dass es demnächst eine Besserung gibt. Und wenn wieder eine große Versammlung ist, da werde ich das groß besprechen. Und guck mal, ich sehe das gerade hier, hat gerade jemand angelegt, hier so zwei Teiche. Und da sind kleine Salamander drin. Was Schöneres gibt es gar nicht auf der Welt. Salamander machen da rum. Man sieht hier kleine Tiere, man sieht hier die kleinen Hummeln, aber die Hummeln haben sich vertrieben. Warum? Ich kann es nicht sagen. Und gerade das Ding und die Grillerei. Ja, ich kann es aber sagen, ja. Weil die Zuchtbienen sind so aggressiv gezüchtet, dass die ringen dann, die verschiedenen Tierarten ringen dann um die Blüten. Ja. Und die Wildbienen und die Hummeln und die Wildinsekten werden vertrieben, haben keine Blüten mehr zu bestäuben, weil die Zuchtbienen die vertreiben oder töten. Ja, ja. Und die haben da hinten, siehst du doch, ne, diesen Imkerkasten haben die da einfach aufgestellt, ohne hier jemanden zu fragen, ohne Rücksicht darauf, dass wir hier ein Biotop haben. Ja, richtig. Und ich habe es denen gesagt und die nehmen es nicht weg. Ja, es ist, also hier überall, an allen Ecken und Enden erlebst du hier Sachen, wo du denkst, wie übergriffig ist das denn? Das ist gut, dass du das eben so... Überall habe ich Stöcke reingemacht gehabt, an den Wasserstellen, Entnahmestellen, weil da schon mal große Raubvögel ertrunken sind. Und das tut einem in der Seele weh, wenn da so ein toter Vogel drin liegt. Ich war damals dabei, da war ein toter Turmfalke drin. Und jetzt werden diese Stöcke immer einfach rausgenommen oder einfach Schläuche abgerissen, damit die Nachbarn kein Wasser mehr haben oder so. Ich bin ja am Durchgehen erst einmal und habe mir einen kleinen Überblick, aber es ist eine Veränderung da. Es ist eine Veränderung da, aber es ist immer das Einzige, was mich immer noch freut, dass hier keine Hochhäuser stehen, dass wir uns so eingesetzt haben, aber auf das Thema müssen wir so und so nochmal zurückkommen. Ich gucke mir erst einmal das jetzt alles an. Und da machen wir nochmal einen schönen Film. Hier mit meiner Sekretärin Juli. Fotografin auch noch, ja. Und dann sehen wir. Filmerin. Ich bin jetzt gerade deine Filmerin. Die macht die besten Filme. Die waren auch schon im Fernsehen, in Dings. Das war Hessen 3. War schon der Einstein auch dabei. Und also er ist schon bekannt überall, der Hessen Einstein. Hessen 3. Im Funk und Fernsehen. Gar nicht. Okay, ich melde mich erstmal langsam zurück und komme aber wieder demnächst mit was ganz, ganz Neues hier, weil ich muss jetzt erstmal mir das alles anschauen, was da was brutale Sachen mit den Tieren gemacht werden. Das kommt schon mit der kleinen Insekten bis zur großen Hummel. Und das werde ich hier, wie will ich sagen, wenn nicht gerichtlich sogar was machen.